Hallo und herzlich willkommen zurück zu FIFA 17 Spielerkarriere. Und es gibt neue Informationen zum Kopenhagen-Talent Felix Leist. Und zwar sollen 5 Vereine an dem Spieler interessiert sein. Und zwar haben sowohl FC Barnet als auch Silkeborg IF, der SV Mattersburg, Shrewsbury Town und auch Odense Bold Club Interesse an ihm gezeigt. Die ersten 4 genannten sollen sogar ein Angebot bereits abgegeben haben. Odense Bold Club prüft das Ganze noch und wird wohl in den nächsten Tagen nach dem Spiel das Angebot einreichen. Auf jeden Fall sind wir da gespannt, ob er auf Leihbasis zu einem dieser Vereine wechseln wird. Wir werden sehen. Wir dürfen auf jeden Fall gespannt sein. Und damit geht's auch schon ins Spiel hinein. Und da sind wir auch schon im Spiel. Und aufgrund von Problemen mit dem Audio leider ohne Ton. Das wird auch bei den nächsten Parts erstmal so sein, weil ich schon ein bisschen vorgespielt habe. Aber hier geht es auf jeden Fall gegen Randers FC. Und wir springen in die 9. Minute. Randers FC mit dem Ball. Aber Kopenhagen gewinnt den Ball. Quist hat den Ball, spielt ihn rüber auf Santan. Der schießt einfach mal. Aber leider am Tor vorbei. Das war schon mal eine sehr, sehr gute Chance hier. Sehen wir nochmal die Wiederholung. Der Torwart hätte da niemals eine Chance gehabt. Aber jetzt springen wir auch schon in die 14. Minute. Dort kann der Fiske einfach mal durchgehen, spielt super weiter. Lundberg wird gefoult, aber Randers FC spielt weiter, setzen sich da gut durch. Schuss, aber kein Torschuss, der geht übers Tor rüber. Und dann springen wir auch schon in die 29. Minute wieder Randers FC. Und das war ein Foul, ein unnötiges Foul von Quist, der dafür auch zu Recht die gelbe Karte sieht. Und mal gucken, was aus dem Freistoß für Randers FC wird. Nichts wird aus dem Freistoß von Randers FC. Und in der 33. Minute jetzt die nächste Chance für Randers FC. Die sind ja einfach viel besser. Und dann auch der verdiente Führungstreffer 1:0. Schlecht gemacht von der Verteidigung. Ja, mehr kann man dazu nicht sagen. Schlecht gemacht einfach nur. Und jetzt ein Freistoß. In der 36. Minute, wer wird den ausführen? Felix Leist hat hier den Ball, geht erst weg, führt dann aber doch den Freistoß aus. Er versucht den wohl anscheinend aufs Tor zu bringen. Das sieht aber aus, als wenn er den zu weit links schießt. Und ja, das macht er auch. Das war ein sehr schlechter Freistoß. Es geht auf jeden Fall besser. Hier sehen wir die Statistik von Henry Martin, der heute auch nicht so viel bringt. Auf jeden Fall jetzt mal in der 41. Minute Kopenhagen. Das Talent leistet jetzt mal mit dem Ball, spielt ihn super weit auf, sondern der spielt ihn weiter auf Martin. Und er schießt jetzt einfach mal das 1:1. Eben noch gesagt, dass er bis jetzt noch nichts gebracht hat. Und dann aus dem Nichts der Pass von Leist auf Santander und der auf Martin. Und der macht das 1:1. Ein bisschen unverdient, da Kopenhagen die schlechtere Mannschaft war. Aber für Martin ist es natürlich schön. Und dann springen wir auch schon in die zweite Halbzeit. Wechsel bei Randers FC. Und auch beim FC Kopenhagen wird gewechselt. Dort kommt 2-2 für Felix Leist in die Partie. Der wohl ein bisschen enttäuscht war. Beziehungsweise enttäuschend gespielt hat. Und der Trainer ein bisschen enttäuscht von seiner Leistung war. Jetzt gewinnt Kopenhagen in der 56. Minute den Ball. Sondern der schießt einfach mal rauf. Aber am Tor vorbei. Das war aber immerhin schon mal ein gefährlicher Vorstoß von Kopenhagen. Hier sehen wir nochmal Santander, drischt einfach mal rauf. Wieder hätte der Torwart wahrscheinlich keine Abwehrchance gehabt, aber leider am Tor vorbei. Und dann springen wir in die 62. Minute, Randers FC jetzt mit dem Ball. Lundberg hat den Ball, spielt ihn super weiter. Kopenhagen verteidigt nicht vernünftig und jetzt ist der Schuss gehalten und zur Ecke abgelenkt. Das war sehr, sehr spannend. Und jetzt wechselt Kopenhagen. Kasper Kusk kommt für Falk Jensen in die Partie hinein. Der Ball wird geklärt, sondern der kann er daraus jetzt was machen. Geht hier ins Sprintduell und wird gelegt. Das muss die Karte für den Randers-Spieler Paulsen geben. Und es gibt die gelbe Karte natürlich verdient. Das war mindestens gelb. Und mal gucken, was aus dem Freistoß für Kopenhagen wird. Quist jetzt mit dem Ball, wird da geschubst und es gibt noch einen Freistoß.
diesmal aus besserer Perspektive. Santander versucht den vielleicht auch raufzubringen, schießt aber am Tor vorbei. Der war auch nicht wirklich gefährlich, aber gefährlicher als der Freistoß vorhin von Leist. Hier sehen wir nochmal, da war abzusehen, früh abzusehen, dass der vorbeigeht. Der Torwart geht aber nochmal so passiv hin, weil er gesehen hat, dass er vorbeigeht, aber halt um zu zeigen, dass er hingeht. Und jetzt kommt Brun für Fisker in die Partie, soll neuen Schwung bei Randers FC auf den Platz bringen und Kopenhagen wechselt ebenfalls. Dort kommt Bienvenu für Martin in die Partie. Leist war bereits ausgewechselt worden, ja früh. Und jetzt Kopenhagen kann den Ball nicht gewinnen. Randers FC immer noch in Ballbesitz, spielt den Ball jetzt mal schnell nach vorne. Kopenhagen verteidigt das schlecht, jetzt steht in der Mitte einer frei und Tor! 2:1, schlecht verteidigt von Kopenhagen. Verdient das Tor hier für Randers FC. So darfst du dann nicht den Gegner frei stehen lassen. Das war dämlich verteidigt und zu Recht der Gegentreffer 1:2. Und dann auch noch durch den Joker. Jetzt Kopenhagen versucht nochmal nach vorne zu kommen. Okura auf Santander, aber da wird der Ball verloren. Und das war's für diese Partie, die ist zu Ende. Und dann waren auch schon die letzten beiden Stunden des Deadline Days und es gab tatsächlich noch ein letztes Angebot für ihn. Und dieses kam von Odense Bold Club. Die hatten zwar schon einmal ein Angebot mitten in der Transferphase abgegeben, was er jedoch ablehnte, doch er merkte derzeit bei Kopenhagen, dass es bei ihm nicht 100% laufen wird hier und dass es vielleicht doch eine bessere Möglichkeit wäre, nochmal zu einem anderen Verein zu gehen und dort sozusagen diese Saison sich noch aufzubauen, um dann nächstes Jahr als Stammspieler zurückzukehren zu Kopenhagen, und deswegen nahm er dann das Angebot von Odense Bold Club an und verließ den Club auf Leihbasis in Richtung Odensee. Dort kam auch gleich der Trainer und sagte, dass er willkommen ist und gab ihm folgende Ziele: eine 6,0er Bewertung im Durchschnitt in den Spielen, 5 Tore, die er vorbereiten soll, 5 Tore, die er schießen soll. Und jeder 10. Schuss sollte ins Tor gehen. Ob er das schaffen wird und mehr, sehen wir dann demnächst. Das Trikot ist auf jeden Fall gewöhnungsbedürftig im Gegensatz zu dem von Kopenhagen. Aber wir werden sehen, wie er sich für den Odense Bold Club anstellt. Und dann vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Euch noch wunderschöne Tage. Ciao.